Und mit ihm hunderttausende, im Überleben 140
stop the speed ever. Bir ülkeyi halkçıdan, bundan kayıtsız hiçbir defa tutabilirsin. Bir profesör olsun bir mızakı, biraz faydak bir davul. Biz hafzarın eyyemi innallahi yevun mahri ve yevun kar. Ve Allah, sizin gibesinden, heute, des Tages schichtet und morgen, des Tages aufzutat. Und ein anderer Hadith bei Abu Dawud und Hakim, sagte sallallahu aleyhi ve sellem, yevun fitri ve yevun mahri. وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام يوم الفطر بستاك الفطر ويوم النحر بستاك الشيشنس وبدار التشريق das heißt die 11. und 12. und 13. von diesem Monat da sind unsere Feiertage Angehörige des Islam. Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene hat das Gebet mit dem Schichten verbunden. Und jeder von uns kennt das, der Kleine und der Große, jeder kennt diese Sura. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Kawthar, inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Wahrlich, wir haben dir den Kawthar gegeben, darum betest du zu deinem Herrn und schäfst du. Und andere Sura in Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sprich, mein Gebet, mein Schlafopfer, mein Tod, mein Leben gehört Allah, dem Herrn, dem Weltenbewohner. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, was ist die beste Tat an diesem Tag? Was ist die beste Tat an diesem Tag? Weil die Sahaba radhiyallahu anhum haben immer gefragt nach den besten Taten, damit die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Dann hat er sallallahu alaihi wa sallam gesagt, das Beste, was der Sohn Adams verrichtet, ist das Vergießen des Blutes seines Opfertieres. Also die beste Tat ist heute, dass das Blut fließt von den Opfertieren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte weiter, wahrlich, die Opfertiere werden am Tag des Gerichts, also die Opfertiere werden am Tag des Gerichts kommen mit ihren Hörnern, Hufen und Haaren. Wahrlich, das Blut bei Allah in jedem Ort, bevor er auf den Boden fällt. Und ihr sollt froh darüber sein. Also Glückwunsch für diejenigen, die haben das Opfertier für Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet. Und nach dieser Rede, inshallah, werden die das machen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verkündet die frohe Botschaft für jeden, der das Ritual verrichtet. Das Blut für Allah von dem Tier fließen ließ. Und ein anderer Hadith hat der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala über die Opfertiere, wurde sallallahu alaihi wa sallam über die Opfertiere befragt. Daraufhin antwortete, es ist das eine Sünde von meinem Vater Ibrahim. Die Sahaba haben sallallahu alaihi wa sallam gefragt, was ist mit den Opfertieren? Dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, das ist eine Sünde von eurem Vater Ibrahim. Dann sagen die, was haben wir davon? Was haben wir davon? Aber das heißt nicht, dass sie das wollten, das ablehnen. Aber sie wollten wissen, was bekommen wir von diesen Opfertieren? Er erwähnte sallallahu alaihi wa sallam, jedes Haar ist ein Hasanat. Dann sagten sie wieder, und was ist mit der Wolle? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jedes Haar der Wolle ist auch ein Hasanat. Und die Hadith ist bei Ibn Umar. Und diese Ibadah, meine lieben Geschwister, in einem Sunna Muakkada, in der jeder muslimischen Haushalt, der in finanzieller Lage ist, das zu bestimmen, ist Pflicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhid, fala yaqrabanna masjid musallana. Der sagt sallallahu alaihi wa sallam, der in der Lage ist, das zu tun, und hat das nicht gemacht. Hat verweigert, auch niemand das, aus Faulheit, aus Geiz, der hat ihn geteilt, hat zu ihm gesagt, nee, nicht, unser Gebet steht in meinem Leben. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch angewiesen, wie wir unseren Tag des Eid veranstalten und vollziehen. Imam Bukhari berichtet über den Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes sagte, das Erste, womit wir anfangen, ist das Verrichten des Gebets. Danach begeben wir uns zum Schichten. Und derjenige, der diese Reihenfolge einhält, hat unsere Sünde getroffen. Und wer vor dem Gebet schichtet, der hat Gott Fleisch zu seiner Familie gebracht.
in the hadith of Ibn Khaldun. Allah the Ahab and Zakhtin Ibn Muhammad. وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْمُعْتَى وَأَطْعِمُوا الْحَانِعَ وَالْمُعْتَى. It's the phone and if it had in it and they recite in them. Also, these all the ayah is shown in Quran. Gifayat, Allah subhanahu wa ta'ala that from this we love from Essen and gave him. And that's the sunnah that is completed sallallahu alayhi wa sallam. And in the hadith, from Aisha radiallahu anhu by Muslim, Gizakti sallallahu alayhi wa sallam is Allah God whom spendeth. When an under the way for whom, when said Salam ibn Akwa Sakti sallallahu alayhi wa sallam is whom spires from gives. That which we use in the Jewish Misa, that was offered to Allah, the Sani Ibadah, the Gemeinschaft and for his offerings haben. Allah subhanahu wa ta'ala that, for you the Gemeinschaft haben wir an Jesus to escalate, damit in the name of Allah über den aussprechen. Womit sieben Füßler unter den vier besorgt hat, euer Gott ist einzig Gott, so seid ihr ergeben und verkündet vor Botschaft denjenigen, die nicht die mögen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Von Nubaysh al-Budari, radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نبيش الخدلي رضي الله عنه ارتزاق لشرب المفيد صلى الله عليه وسلم يهد يرتزاق أيام التشريق لطالب التشريق أيام أكل قال this essence وشرب this thinking وذكر لله من الله قدنكم. Und Ayyam al-Tashriq, liebe Geschwister, das sind der 11., der 12. und der 13. Da wo die Pilger in Mina bleiben, nach den heutigen Tagen, nachdem die Jamarat al-Aqaba geworfen haben und den Tahallul gemacht haben, in die Hafen gekürzt und die Opfer geschüttet und Tawaf al-Ifada gemacht, dann kehren die heute Abend zurück nach Mina und dafür bleiben die 3 Tage. Und wir, die hier die Allah subhanahu wa ta'ala nutzt, nicht die Möglichkeit, dieses Jahr den Hajj zu verrichten. Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, in diesen Tagen sollen wir unsere Zeit mit dem Essen und Trinken, aber das Wichtigste, Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Und diese Tage heißen Tashreef auf Arabisch, da kommt vom Schach. Und Schach, das ist Osten. Und damals, als die Pilger auch in Zeit von Quraysh und Jahiliya, als sie das Fleisch geschlachtet haben, also die Tiere geschlachtet haben, haben das Fleisch in Richtung Osten gehängt, damit es sich trocknet. Deswegen heißt die Frage, Ayyam al-Tashriq. Allah, der Barmherzige, der Arbeiter, hat uns vereint und uns zu einer Einheit gebunden. Und es ist deutlich in diesen Tagen, dass wir alle von unseren Opfertieren essen werden und uns gegenüber seinen Gaben dankbar zeigen. Das ist deutlich in dem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die uns gelernt hat, dass das Essen und Trinken in diesen Tagen als Verschenkung für uns, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Für diejenigen, die das vergessen haben und dann durch unsere Traditionen und Kultur, die sich in diesen Tagen nur mit dem Essen beschäftigt, wie koche ich den Schulter, wie mache ich den, wie schlug, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so gesagt, dass wir in diesen Tagen essen und trinken. Warum? Damit wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Religion für uns gewählt, die perfekt und vollkommen ist, die das Gleichgewicht zwischen dem Körper, das Essen und Trinken und derselbe Allah gedenken hält. Unsere Religion ist von Allah, der Erhabene. Er hat ihm sein Wissen und seine Weisheit und seine Urteil offenbart. Und die Schöpfung ist eine. Und die Schöpfung ist seine. Er ist von einer Teile der Wissen über seine Schöpfung. Und das wird im Koran bestätigt. In Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. So sinngemäß übersetzt auf Deutsch, sollte er nicht Bescheid wissen über diejenige, die er erschaffen hat, und er ist der Feinfühlige und der Allkundige. Deswegen sagen wir, dass diese Religion zu jeder Zeit und zu jedem Ort passt.
und die den Menschen Nutzen bringt, wann und wo sie sich auch befinden, auch in jeder Situation und Zustände. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar.